Guten Tag. Jeden Donnerstag, wenn meine Frau mit den Einkaufswagen durch Lidl jachtet, gehe ich Jassi gehen. Mit meinem Goldstück Mieter. Unterwegs steht ein großer Kleidercontainer. Wenn du nun denken tust, dass ich da einfach vorbeigehe, dann wirst du dich gewaltig. Vor meinen geistigen Ohren erscheint in großen Buchstaben gute Zeiten, schlechte Zeiten. Die guten Zeiten habe ich jetzt, auf jeden Fall. Und die schlechten in meiner Kindheit, das kannst du nicht glauben. Nach dem Krieg war so ein Kleidercontainer eine ganz große Goldgrube für meine Mutter. Das kannst du mir glauben. Zu meiner Standardgarderobe gehörten immer Seppeljacken. Und das bis zur dritten Klasse. Sie wurden aus Soldatenmänteln gemacht, der Wehrmacht, die von Dorfschneider umgeschneidert wurden. Die Trachtenköpfe hat meine Oma aus dem Westen beigesteuert. Wenn die Hose durchgesessen war, kam einfach ein Fleckendorf. Und gut war's. Und was für Jahrmischner zu gebrauchen war, habe ich dann zum Lumpenhändler im Dorf gebracht. Da gab es dann auch noch ein bisschen Geld dafür. Strümpfe und immer ein bisschen Jahrmischner gestopft. An Hakens und an Josen Onkels war die reine Stopflandschaft. Hör mich bloß auf mit Strümpfe. Die Jungs trugen damals auch im Winter lange gestrickte Wollstrümpfe. Die waren aus Schafswolle und ich war dagegen allergisch und das wollte keiner glauben. Mein Vater schimpfte, tu einfach das Anziehen, sonst backe ich dir gleich ein paar. Auch heute tue ich noch untersuchen, dass die Sache nicht aus Wolle sein tut. Bei dieser Gelegenheit kann ich mich den Hinweis nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass die Nachhaltigkeit des Terrain ganz große Klasse war. Hast du noch eine Frage? Na dann, mach's gut.